wirklich naturgetreue Köder. Das ist super. Der hilft. Ach, so macht's halt Spaß. Ist das eine geile Spielrute? Der kommt da, der kommt da. Der kommt da. Catfishing, Spanien. Weihnachts-Silvester-Tour. Digga, die sind halt schon super. Pfötchen? Pfötchen? Anton, gib Pfötchen. Anton, Pfötchen. Pfötchen. Also mehr Kraft habe ich nicht. Das ist doch. Boah! Das ist hier! Oh.
nicht, will er mal Hand abreißen. Hängt doch der Fisch drin. In der letzten Zeit haben mich viele Nachrichten erreicht über Facebook oder in irgendwelchen Foren. Da haben die Leute dann gefragt, was denn so meine Lieblingsrute ist. Und ich bin schon ein Typ, der wo eigentlich weiche Routenmodelle bevorzugt, so wie die Freestyle oder hier jetzt die neue Battlecat Multistyle. Aber ich würde trotzdem sagen, ich habe eigentlich keine Lieblingsrute. Ich finde, jedes Routenmodell hat so seine Berechtigung. Und man sieht es jetzt auch hier, wir haben vier unterschiedliche Routen. Das ist einmal eine Buster in 285, die Multistyle in 290, dann die etwas straffere Buster in 3 Meter und ja, was richtig stark ist für die Longrange-Fischerei, die 3,20 Meter Godzilla. Wir fischen also keine Pärchen, weil jede Rute hat so ein bisschen seine Berechtigung. Kann dann auch manchmal sein, dass wir eine Rute gar nicht fischen, dass die am Ufer bleibt. Das kommt dann auf die Situation drauf an oder die Rutenanzahl, wo wir fischen wollen, was der Angelplatz zur Verfügung hat. Jetzt in dem Fall, wir haben eine große Wasserfläche zur Verfügung, da können wir alles abfischen. Und so setzen wir dann auch die Ruten ein. Hier jetzt gerade die Godzilla, die ist, ach Gott, 350 Meter da auf der anderen Seite. Und da ist dieses starke Rückgrat von der Rute und diese Länge sehr von Vorteil, um die Schnur außerhalb des Wassers zu halten. Weiter geht es dann mit ein bisschen leichteren Rute, wieder 3 Meter Buster. Dann für die kürzere Distanz dann die Multistyle. Ist ganz klar, wir machen leichte Ruten wie die Multistyle, schon viel mehr Spaß im Drill. Aber mit großen Karpfen als Köder oder halt auch wirklich auf eine weite Entfernung mit einer bisschen dickeren Schnur, die man halt auch einsetzen muss an der Rute, wenn man die Schnüre in den Hecken auflegt, ist dann wieder so eine Rute wie hier jetzt die Godzilla von Vorteil. Man sieht's, wir fischen eigentlich die letzten 3-4 Jahre fast nur noch Multirollen. Der Vorteil, schon ein paar Mal gesagt, ist einfach die hohe Schnurfassung und das sehr leichte Auslegen, auch dann dieses sehr leichte Auflegen auf den Büschen. Keine Verdrallung abziehen unter Spannung mit leicht geschlossener Bremse. So sieht das Setup aus. Von dem her, alles hat seine Berechtigung. Es ist einfach gut, cool, wenn man ja, eine Menge unterschiedlicher Routenmodelle am Wasser dabei hat. Ganz einfaches Prinzip. Und hier kommt dann die Reißleine rein. Ich würde auch mal gerne mal einen kleinen Fisch fangen.
super, seid ihr jetzt klar? Naja, das ist so. Dann lieber wieder losgelassen. Man muss halt wegen der Haken aufpassen. Ich hab gesehen, der Zwilling hängt da, jetzt ist er weg. Jetzt darf man natürlich nicht mehr loslassen ohne Haken. Aber wir sind ja auch. Das ist ein Bolle. Ja. 3 Meter Rute. Ja, geht. Hä? Geht. Geht. Schöner Kopf sogar. Sehr schöner Kopf. Schöner Fisch. Und Action. Und. Ach, Alter, das ist ein Viech. Sehr gut. Da ist er, mein erster für 2016. Heute Morgen Peter sein Superbollen schon. Und jetzt am Abend, 19 Uhr, nächste dicke Fisch aus dem Fluss. Fangen ja wieder nur Pollen. Nur Pollen. Wenn die unter dir. Ja, 9,7.
Kontrollealarm! Mordsfisch wieder. Jetzt kommt er. Boah! Ala auf der Spur. Oh Ala, oh Ala. Januar 2016, mein erster Fisch für dieses Jahr. Ist doch dein erster Fisch, Anton. Gleich geht er wieder runter. Hier war gleich der nächste. Ah, will man mal. Ach, du hast den weißes Betruf gehabt. Den weißen. Ja, die hauen sich echt alles rein hier. Trotz dem klaren Wasser, hey. Da ist er! Mein V-Twist-Waller. Ja, jetzt sind wir über. Jetzt hat er Kraft. Oh, ist ein Bulle. Ja, es fühlt sich gut an. Oh.
Er hat auch richtig schön Wassertiefe hier. Geht er ab. Er zieht uns das hoch. Ach, ja, das ist richtig geil. Jetzt müssen wir nur noch kriegen. Ich würde sagen, da ist die Rute krumm. Ja, wir fahren hoch zu. Wahnsinn, gegen die Hammerströmung, ey. Kann man nichts sagen, oder Peter? Hey.